Mittelpunkt stehen. Und dann für mich ist es so zu beobachten, das gab mehrere Vorfälle in den letzten Wochen und Monaten, die sich aber eigentlich alljährlich wiederholen, dass Rassismus in der Regel wegerklärt wird. Wenn irgendwo Rassismus auftaucht, wie zum Beispiel gab es ja diese Diskussion, dass jetzt weiße Schauspielerinnen auf die Bühne gegangen sind, ihre Gesichter schwarz angemalt haben und plötzlich dadurch schwarze Charaktere herstellen wollte. Eine Tradition des Blackfacing, wie eben schon von den Minstrel-Shows und den Jim Crow-Gesetzen herkommt, wo es tatsächlich um Rassismus geht, weil hier schwarze Menschen herabgewürdigt werden. Ich will gar nicht noch weiter darüber sprechen, warum endlich keine schwarzen Schauspieler an der Stelle engagiert werden. Aber zum Beispiel ist das ein Fall, da wurde dann eigentlich ganz schnell von den Medien Rassismus wegerklärt und es wurde gar nicht darüber gesprochen, warum, was dafür spricht, dass das rassistisch ist, sondern es wurde eher den Leuten vorgeworfen, die seien jetzt hypersensibel und das wäre jetzt aber auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also so dieses Phänomen, Rassismus wird weggeklärt und Racism is over und Obama Spende dafür, das ist sehr weit verbreitet in der deutschen Gesellschaft, was ein bisschen dazu führt, dass eigentlich Rassismus fast nie wirklich in den Mund genommen wird. Ne? Also das ist so, deswegen nenne ich das so das R-Wort. Also viele Leute scheuen davor zurück, Rassismus auszusprechen, weil Rassismus, das steht eben für Nazis, für den Nationalsozialismus und jene, die sich in seine Tradition stellen, ganz bewusst in seine Tradition stellen. Das ist das Alltagsverständnis von Rassismus, aber in der Tat ist das nur die Spitze des Eisbergs und jede kritische Auseinandersetzung mit Rassismus muss wie die Titanic untergehen, wenn man nicht in der Lage ist, tatsächlich Rassismus als ganz komplexes, strukturelles Gebilde zu verstehen, das eben sich über Wissen ausdrückt, über Sozialisationsmuster, über Strukturen, die nicht einfach dadurch abgeschafft werden können, dass man nicht über Rassismus redet, sondern ganz im Gegenteil, da wo nicht über Rassismus gesprochen wird, können genau diese Muster eben auch am Leben bleiben. Oft wird nicht von Rassismus gesprochen, sondern von Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit. Das sind so die Modebegriffe, die in den Medien dann nochmal in den Mund genommen werden. Nun geht es gar nicht darum. Es geht gar nicht um Feindlichkeit allein. Das ist der eine Punkt, darauf komme ich noch zu sprechen. Und es geht auch gar nicht darum, dass sich da irgendwas gegen Ausländer oder Fremde richten würde. Denn es geht gar nicht darum, dass ein weißer US-Amerikaner Teil dieser Feindlichkeit Gegenstand dieser Feindlichkeit werden würde. Es geht darum, dass People of Color, auch Schwarze und People of Color mit deutschen Pässen Rassismus ausgesetzt sind. Das sind gar keine Fremden, das sind auch keine Ausländer. Und deswegen ist es immer so ein bisschen sich am Rassismus vorbeischummeln, wenn man diese Begriffe benutzt, zumal Feindlichkeit tatsächlich nur die eine Hälfte darstellt, denn Rassismus ist weitaus komplexer. Denn Rassismus ist eine Herrschaftsform, die auf der Ideologie aufbaut, dass Menschen nach Rassen unterteilt werden können. Und dass man Rassen sehen kann. Das ist jetzt nur für mich so eine ganz knackige Beschreibung von Rassismus. Aber wunderbar, wir haben ein Mikro. Vielen Dank, ja, wunderbar. Wichtig daran ist, dass eben Rassismus tatsächlich auch zwei Seiten hat. Also die eine Seite nenne ich mal Dämonisierung. Franz Fanon hat gesagt, Schwarzen und People of Color wird immer zugeschrieben, die Inkarnation allen Bösen zu sein. Also es gibt ganz viele Fantasien, auch in Deutschland waren die virulent werden, verschiedene historische Epochen bis heute, dass von Schwarzen Gefahr ausgebe. So neueste Erzählungen sind die nigerianischen Romlieder oder andere Sachen. Aber das hat eine ganz lange Geschichte, aber es ist eben auch wichtig zu wissen, dass es nicht nur um diese Feindseligkeit geht, sondern um die Exotifizierung ganz genau. Es wird im Volksmund oft positiver Rassismus genannt, und natürlich kann überhaupt nicht ein Rassismus positiv sein. Was damit gemeint ist, ist, dass wenn man sagt, Schwarze können besonders gut tanzen, dann ist das natürlich genauso Rassismus, weil auch hier geht es darum, eben es gibt auf der einen Seite die Weißen, und die sind die Normen, die stellen die Kultur da, während eben alle, die von Weißen aus diesem Weißsein ausgeschlossen werden, denen wird eben zugeschrieben, dass sie Natur und die Abwesenheit von Vernunft und so weiter, also da kommen wir bis in die Aufklärung, ja bis zu Aristoteles zurück, ich komme darauf auch nochmal zu sprechen,
Das heißt, auch wenn man sagt, du kannst besonders gut tanzen, du hast ja Musik im Blut, dann meinen wir hier gar nicht die Musik eines Mozarts oder Wagner, sondern dann ist das so eine Ursprünglichkeit und es geht eigentlich wieder nur darum, Menschen an die Peripherie von Menschsein zu verweisen, sie als anders, als unterlegen, als Inkarnation von Natur zu beschreiben. Also, wenn ich über Rassismus rede und mir versuche klarzumachen, was Rassismus ist, dann stelle ich mir immer Fragen wie wer. Wer hat Rassismus erfunden und wer braucht den Rassismus? Wer wird durch ihn privilegiert? Das sind Weiße. Weiße haben ihn erfunden. Wann haben sie ihn erfunden? Und zwar, das ging schon los, der Begriff Rasse taucht erstmalig auf im ausgehenden 16. Jahrhundert, als zufälligerweise, ist es eben kein Zufall, Europäer und Europäerinnen begannen, Menschen aus Afrika zu versklaven, Menschen in anderen Teilen der Welt, sowie auch Afrika, Genoziden zu unterwerfen, ganze Territorien zu stehlen, gewaltvoll. Das war natürlich auch im 16. Jahrhundert, in der Renaissance, die für sich den Humanismus in Anspruch haben, gar kein hehres Ding, Menschen umzubringen. Auch das galt damals als böse. Also musste man sich sozusagen eine Erklärungsstrategie zurechtlegen und die war dann, ich bringe die mal um so eine ganz kurze Formel, ganz einfach, es gibt Menschen, die sind anderen überlegen, es sind die Weißen. Und die anderen Menschen, die People of Color, die wurden durch Reiseerzählungen dieser Zeit, aber auch in literarischen Werken, politischen Traktaten als jenseits des Menschseins bezeichnet. Und weil sie eigentlich nicht zum Menschsein dazugehörten, galten auch die Rechte, die eben Weiße für sich in Europa in Anspruch haben, nicht. Und deswegen konnten sie auch versklavt werden. Das war so eine Logik in der Zeit, also das ist dieses Warum. Genau in der Zeit dann auch Rassismus tatsächlich entsteht oder der Glaube daran, dass es Rassen gäbe. Ganz wichtig ist natürlich zu fragen, wie konnte das überhaupt funktionieren? Und ganz zentral ist für mich da auch mal der Konstruktionsprozess, den Mary Douglas so beschreibt, dass man eigentlich immer wenn man Unterschiede an Körpern festschreibt und als naturgegeben und statisch erachtet, dass dahinter immer ideologische und politische Interessen stehen und Interessen Macht ausüben. Und so war es auch beim Rassismus, wo Hautfarbe von Anfang an eine zentrale Bedeutung zukam, um diese ganze krude Idee, dass Menschen nach Rassen unterteilt werden können, zu tragen. Denn Rassen, die gab es im Tierreich und im Pflanzenreich, aber bei Menschen sind Rassen nicht nachweisbar. Aber Hautfarbe war so der erste Träger, der tatsächlich diese Idee aufgreifen sollte. Dabei ist es aber auch so, dass die Hautfarbe eine Erfindung des Rassismus ist. Also wir haben gelernt, Hautfarben zu sehen, weil der Rassismus uns das beigebracht hat. Wir können heute nicht mehr aufhören, Hautfarben zu sehen, weil wir natürlich mitten im Rassismus stehen und in seinem Diskurs und in seinem Wissenssystem. Aber das, was sozusagen stattgefunden hat, und ich komme da nochmal darauf zu sprechen, das ist natürlich ein Wahnsinns-Abstraktionsprozess, weil ich bin natürlich nicht weiß. Und andersherum, ich habe hier mal eine Szene genommen, aus der hat Leo Rogers, der ja bei Deutschland den Superstar gewonnen hat, der wurde dann von Dieter Bohlen als Roter bezeichnet. Natürlich steckt er damit mitten in diesen rassistischen Ideologien, die von Kant und anderen tradiert wurden, aber ich habe mal einfach dieses Foto gebracht, um zu sehen, dass natürlich dieses ganze der Hautfarben, ein wahnsinniger Konstruktionsprozess ist, der eigentlich in der Realität nur deshalb sichtbar ist, weil wir eben durch die Augen des Rassismus zu schauen gelernt haben. Also für mich ist es, was ist Rassismus, um das nochmal zusammenzufassen, ist zunächst, und dabei lehne ich mich vor allem an die Definition von Albert Memmi an, Rassismus ist, wenn ein biologischer Unterschied zunächst einmal erfunden wird. Dabei waren das zunächst Hautfarbe, das ging dann aber immer tiefer in den Körper hinein. Als erste Zweifel daran aufkam, ob das wirklich so ist, dass Hautfarben Menschen kategorisieren können, dann kam im 19. Jahrhundert die Idee, auch Körper auch zu vermessen, Schädel, Skelette, andere Körperteile, deren Relikte bis heute in deutschen Museen und Krankenhäusern liegen und tausende von Schädeln liegen eben nach wie vor auch in der Berliner Charité und die Bundesregierung tut sich unglaublich schwer damit, auch zum Beispiel konkret sich bei den Herero und den Hama in Namibia zu entschuldigen dafür, denn die Schädel, die dort lagern und an denen diese Experimente
im 19. Jahrhundert durchgeführt worden. Das waren alle Schädel von Menschen, die im deutschen Genozid an den Herero und Nama ermordet worden sind. Aber auch selbst diese Versuche, Schädel zu messen, ich komme da nochmal drauf zu sprechen, das erwies sich dann als extrem kompliziert, darüber auch wieder eine klare Struktur, wer gehört zu welcher Rasse herzustellen. Und dann ging es nochmal tiefer in den Körper und es wurde gut, ja, man kann das nicht sehen, das sehen wir ja eigentlich, aber doch im Blut und in den Genen, da lassen sich doch Rassen nachweisen. Und auch das ist mittlerweile eindeutig widerlegt. Und jetzt gibt es eher wieder so ein Backlash. Na gut, das gibt es alles nicht, man kann das nicht nach, aber Hautfarben, die sieht man noch. Und das meinte ich, dass sie damit sozusagen als naturgemäß bedeutsam präsentiert werden, so als wäre es sozusagen ganz klar, dass es die gäbe. Aber wie gesagt, wenn man jetzt 100 Leute auf die Bühne stellen würde, es wäre unglaublich kompliziert, aufgrund des Tons, der Haut, einfach klare Linien zu ziehen und sagen, hier beginnt diese eine Position oder diese andere. Aber das Entscheidende eben am Rassismus ist, dass diese biologischen Unterschiede, die hergestellt werden, dann auch interpretiert werden, kulturell und mental werden bestimmte Fakten oder angebliche Fakten dazugeschrieben. Und was dann entsteht als Idee, als Theorem, das wird verallgemeinert, verabsolutiert und gewertet, und zwar aus einer Machtposition heraus. Also Rassismus ist der Glaube daran, dass Menschen biologisch nach Rassen unterteilt werden können, ein historisches Interesse an diesem Glauben und daran, ihn am Leben zu erhalten, plus die Macht, diesen Mythos global wirkmächtig und irreversibel zu machen. Und wenn man dann fragt, wer profitiert vom Rassismus, wer wird durch ihn privilegiert, dann ist es so, dass man im Rassismus einfach auf die Formel White Supremacy, weiße Herrschaftsform, gebracht werden kann. Und das geht tatsächlich bis in die Antike zurück. Und das möchte ich mal so versuchen, in 20 Minuten so ein bisschen diesen aufzuzeigen, wie weit das tatsächlich als Denkmuster zurückgeht. Und deswegen ist es ganz kompliziert, sich zu sagen, Rassismus, ich bin Antirassistin, weil ich das sein will oder weil ich einfach gut und nett bin oder sein möchte. Und dass es eben viel, viel komplizierter ist und dass die Auseinandersetzung mit Rassismus erstmal auch wirklich da ansetzen muss, dass man versteht, dass man als weiße Person eben genauso Teil des Rassismus ist wie Schwarze. Weil oft wird ja gesagt, naja, Schwarze, die sind betroffen, die wissen, was Rassismus ist, Weiße wissen es ja viel besser. Nur setzen sie sich damit nicht auseinander, denn Rassismus wurde eben von Weißen erfunden, der ermächtigt Weiße. Ich habe jetzt im Folgenden... Punkt 2, können wir dafür erläutern, wieso ein historisches Interesse... Genau, darauf komme ich jetzt zu sprechen. Genau, ich wollte nur kurz einleiten, dass es eben tatsächlich bis in die Antike zurückgeht, und ich werde jetzt im Folgenden an einigen Fällen auch rassistische Wörter aufrufen, die möchte ich aber nicht aussprechen, weil für mich ist es ganz wichtig, immer, wie rede ich über Rassismus, um ihn zu reproduzieren. Wenn ich über Rassismus rede und dann doch ganz viele rassistische Begriffe verwende, dann ist die Gewaltwirkung doch da. Wie auch immer es eigentlich anders gemeint werden will. Wir hatten im Vorfeld, Herr Pfeiffer und ich, auch Diskussionen darüber, wie kann man das jetzt ankündigen, ohne dass man Begriffe reproduziert, weil man damit eben genau die ganze Geschichte, die an Gewalt, die in diesem Begriff drinsteckt, reproduziert. Es ist leider ein Fehler passiert, in der einen Online-Ankündigung steht noch ein Wort, das rassistisch ist. Und das zeigt aber auch, dass wir uns immer wieder auch darüber auseinandersetzen müssen, wie wichtig das ist, tatsächlich solche Aspekte auch ernst zu nehmen, dass es keinen Kontext gibt, in dem ein rassistisches Wort harmlos ist oder keine Gewalt ausübt. Werde einige Begriffe haben, die erscheinen dann bei der PowerPoint. Ich werde sie nicht aussprechen und die habe ich rot markiert. Steht es auf allen halt die Möglichkeit frei, es einfach nicht zu rezipieren, das nicht zu lesen. Das geht jetzt los mit dem Folgenden, kommt ein Wort, das wird oft verwendet, das wird auch in vielen anderen Kontexten außerhalb des Rassismus verwendet. Und das taucht tatsächlich schon bei Homer auf, der aber sagt, das sind Barophon. Und das sind die Prisager. Also alle die, die kein Griechisch sprachen, wurden so bezeichnet. Ganz einfach. Die Griechen haben die anderen nicht verstanden und haben gesagt, das sind die Prisager. Also die reden irgendwas.
Also das heißt, und dann wurde diese Sprachbezeichnung übertragen auf eine Bezeichnung aller Menschen. Und zwar alle die Menschen, die keine Griechen waren, wurden so bezeichnet. Und darauf baut Aristoteles, und darauf komme ich gleich zu sprechen, auch seine ganze Theorie auf, darauf, wer das Sklav werden durfte und wer nicht. Und es wird kaum überraschen, dass er zu dem Schluss kommt, dass die Griechen nicht versklavt werden dürfen, während die anderen, die hier bezeichneten, eben diejenigen sind, die dazu geboren sind, Sklaven zu sein. Ähnlich verhält sich, jetzt kommt ein zweites rassistisches Wort mit diesem Begriff. Oft wird, man findet sogar im Deutschen, in der aktuellen Ausgabe des Duden noch den Hinweis, dass es sich dabei um eine Bevölkerungsgruppe im Süden Afrikas handele, gibt es aber nicht. Also das ist weder linguistisch noch kulturell noch irgendwie macht es Sinn. Es gibt niemanden, der sich so bezeichnet hätte oder auch würde dieses Konstrukt überhaupt funktionieren. Dahinter steht die Logik, dass die Niederländerinnen, die sind am Kap der Guten Hoffnung angekommen und sind auf Menschen getroffen, in deren Sprachen sogenannte Klicks-Caller zum Beispiel vorkommen. Das haben sie sofort aus ihrer sprachrassistischen Sicht als total komisch empfunden, haben es sofort wieder benutzt, um die dort lebenden Menschen als in Tieren ähnlich darzustellen und haben gesagt, sie sind ja eigentlich wie Rufgeräusche und das steckt in diesem Wort eigentlich drin. Was viele auch nicht wissen, ist in dem Wort, das jetzt erscheint, auch Antisemitismus drin steckt, weil es sozusagen eigentlich darum geht, dass ähnlich wieder das gleiche Verständnis, die kein Jiddisch verstanden haben, denen Jiddisch Sprachen unterstellt, dass sie damit jetzt Betrügereien führen. Das ist natürlich die ganze antisemitische Geschichte der Unterstellung, dass Juden immer Betrügereien machen und so weiter. Das muss ich jetzt hier an der Stelle sicher nicht ausführen. Aber genau das steckt dann darin drin. Wenn jemand so redet, wie es da steht, dann steckt dahinter bis heute, dass er eigentlich ein Betrüger ist und dass das eigentlich was Illegales ist. Und aber es bezeichnet ursprünglich das Sprechen im Jiddischen. Also, wie gesagt, Anfänge des Rassismus sehe ich schon in der Antike und ich lese ein Stück aus einem Text vor. Also dieser Tage erscheint hier in München beim CH Beck Verlag ein Buch, das heißt Die 101 wichtigsten Fragen Rassismus. Und ich habe mir einige Auswege daraus vorgenommen, dass ich die heute vorlese. Also zum Beispiel finden Sie da unter anderem diese Frage: Was hat Aristoteles mit Rassismus und Sklaverei zu tun? Also wie Sie ja wissen, war Aristoteles als Lehrer und Alexander des Großen bestrebt, dessen Eroberungsfeldzüge sowie die griechischen Ausgrenzungspraxis der anderen philosophisch und politikberatend zu unterlegen. In Anlehnung an Hippokrates geht Aristoteles vom Zusammenhang zwischen klimatisch bedingten körperlichen mentalen Eigenschaften aus. Das sind die Klimatheorien, die dann noch in der Aufklärung ganz zentral eine Rolle spielen. So schreibt er etwa auch in Problemata, dass Menschen in extrem kalten oder heißen Gebieten ihrem Wesen und Verhalten nach roh seien. Solche Überlegungen folgend entwickelte er in Politik eine Theorie der Sklaverei. Also zunächst sagt er, und das ist die erste wirklich vollständige und eigentlich auch die letzte sehr extensive Theorie, warum Sklaverei naturgegeben und gerecht sei. Kant und Hegel werden sich später auf Aristoteles berufen, wenn sie die Sklaverei verteidigen. Und es ist natürlich aus griechischer Sicht ein extremes Interesse daran, das die Welt so zu deuten. Und es geht dann weiter, dass er sagt, ebenso wie die Verbindung von männlichen und weiblichen ein um der Fortpflanzung willen naturgemäßes Streben sei, sei es um der Lebenserhaltung wegen erforderlich, dass sich einiges gleich von Geburt an trennt, das eine zum Dienen und das andere zum Herrschen. Und das würde natürlich wiederum niemand überraschen, dass er in dieser Logik, die er aufbaut, Herr versus Sklave, klar definiert, dass die Griechen und zwar die griechischen Männer diejenigen sind, die versklaven dürfen, während die anderen diejenigen sind, die zu versklaven sind. Das hat natürlich sehr viel mit dem Gedanken der Vernunft zu tun, der da schon eine Rolle spielt, der von Kant später aufgegriffen werden wird. Er sagt, Vernunft also ist eben männlich und erwachsen und griechisch. Nur männliche Griechen haben Vernunft. Dann gibt es Gruppen von Menschen, die sind der Vernunft nah. Das sind griechische Jungen,
Er spricht von Kindern, meint aber Jungen, die also, wenn sie erwachsen werden, in der, Nähe, in der Lage sind, diese Vernunft zu erwerben. Griechische Frauen sind in der Lage, die Vernunft zu verstehen, aber sie werden nie diese gleiche Stufe wie Männer erreichen. Dann gibt es aber Menschen, bei denen die, ist die Vernunft abwesend, und da hat er dann wieder diese Kette aufgemacht. Und bei Sklaven, die er als Werkzeuge betrachtet. Und die deswegen eben auch als Werkzeuge anzuwenden, weil sie sozusagen aller Menschlichkeit entbehren. Und das ist natürlich eine Grundhaltung, die der Geschichte der Sklaverei als Ganzes innewohnt. Hautfarbe spielt noch nicht die zentrale Rolle bei dieser Theorie der Sklaverei. Es werden andere körperliche Merkmale herangezogen, aber Hautfarbe spielt sehr wohl im Denken von Aristoteles eine Rolle und auch in bei anderen griechischen Philosophen. Hautfarbe heißt im Griechischen Andrekle, wobei Andro ist männlich, also das heißt eigentlich, das ist die Farbe der griechischen Männer. Das heißt, alle anderen, weil man das mit Menschen ähnlich übersetzen würde, die nicht Andrekle haben, sind eigentlich gar keine Menschen. Das sind einerseits die Äthiopierinnen, da steckt drin, im Griechischen, das lässt sich übersetzen als Menschen mit verbrannten Gesichtern. Und mit Äthiopierinnen werden alle Afrikanerinnen bezeichnet, die nicht Ägypterinnen sind. Also wir müssen sagen, alle Afrikanerinnen wurden zu der Zeit als Äthiopier oder Äthiopierinnen bezeichnet. Und dahinter, hinter diesen Menschen mit verbrannten Gesichtern, wie man es eigentlich übersetzen müsste, steckt dann diese Klimatheorie von Aristoteles, die Haut ist verbrannt, die Haare sind ausgetrocknet und genauso sind es auch die Gehirne. Deswegen sie eben, also da baut er die ganze Unterlegenheitsstruktur drauf auf. Ist ein ja, es kommt aus, ja genau. Und dann gibt es aber ganz interessant, also auch von Andrekle wird auch weiße Haut abgegrenzt. Und das wird einerseits den Perserinnen und dem extremen Norden, also einschließlich sozusagen unseren Vorfahren in Deutschland zugeschrieben, also territorial gesehen. Und andererseits gibt es die sogenannten griechischen anderen, das sind die Frauen, die eben auch sozusagen, die eben nicht das Haus verlassen und deswegen weißer sind als die Männer, die eben im Krieg erfahren sind. So wird das ausgeführt. Da wird dann auch Weißern eine gewisse Nuance von Schönheit und Anmut zugebilligt. Und interessanterweise imaginieren auch die griechischen Philosophen wie Aristoteles und Platon sich selber als weiß, was oft auch durch das Tragen von weißer Kleidung unterstrichen wurde. Diese Vergeistigung im Haus zu arbeiten, anders als andere, da spielt schon diese Ambivalenz von Entrecklern und Weißern mit rein. Was sehr interessant ist, ist, dass also hier tatsächlich Andrekelon als die normale Hautfarbe gilt. Das ändert sich dann eben mit der zunehmenden Christianisierung und der ganzen christlichen Farbsymbolik, wo dann angefangen wird, tatsächlich Weißsein zur Norm zu erheben und Weißsein als schön zu beschreiben und Weißsein auch als Marker der Hautfarbe darzustellen. Ich lese wieder einen Ausdruck von der Frage, was hat Rassismus von der christlichen Farbsymbolik gelernt? Weiß steht in der christlichen Religion als Farbe des Göttlichen und seiner Engel, des Himmlischen und seiner Transparenz. Für Schönheit und Verheißung, für Licht und Helligkeit. Schwarz verkörpert das Monströse des Teufels und die Untiefen der Hölle. Schwarz hingegen symbolisiert Hässlichkeit, Sünde, Schuld, Schande, die Notwendigkeit von Sühne und Buße und bedeutet die Abwesenheit von Schönheit und Moral. Das ist im Kern dieser christlichen Farbsymbolik. Das hat sich in ganz viele Sachen, die wir im Alltag sagen, eingeschrieben, denen also auch erstmal scheinbar nichts Religiöses innewohnt. Oder warum tragen wir gerne eine weiße Weste oder sind nicht gern das schwarze Schaf? Weiß ist die Farbe der Unschuld und deswegen tragen wir eine weiße Weste, wenn wir uns keiner Schuld bewusst sind. Wir fühlen uns erhellt, wenn wir etwas verstehen und etwas liegt im Dunkeln oder wird dunkel erinnert, wenn die Erinnerung Lücken aufweist. So gilt dann auch vielen von uns als Farbe des Schwarz, als Farbe des Bösen, in einer schier endlosen Liste von Begriffen, in denen es eigentlich darum geht, dass man etwas Illegales tut, also ohne Fahrschein fahren oder ohne Arbeitserlaubnis arbeiten und so weiter. Aber im Kern geht es hier immer darum, dass wie beim schwarzen Schaf, dass man eben anders ist und nicht der Norm aus der Sicht der weißen Mehrheit entspricht.
Rassismus machte sich genau diese christliche Farbsymbolik zunutze und verstärkte sie dabei auch zugleich. Also vom Anfang an war der Ansatz da, Weiß als Farbe des göttlichen Guten zu lesen. Da war es dann nur ein ganz kleiner Schritt, Christen tatsächlich auch in diesem Abstraktionsprozess, den ich vorhin angesprochen habe, als weiße Menschen zu konzipieren. Deswegen kommen wir, weil ich habe hier diesen Artikel aus dem Kurier von 2008, Berliner Kurier, das Zwillingswunder von Berlin, Vater aus Berlin, Mutter aus Ghana, also haben wir auch schon sozusagen die Territorien, also Berlin ist eine Stadt und Ghana ein Land, die Babys weiß und schwarz. Und wie wir sehen, ist dieser Hautunterschied, der Ton der Babys wirklich verschwinden kriegen. Aber wir wissen trotzdem, was gemeint ist. Und trotzdem wissen wir auch, dass, wie man in einem Hintergrund weiß sieht, dass da ein wahnsinniger Abstraktionsprozess stattgefunden hat. Und der hat sehr viel damit zu tun, dass wir durch die christliche Farbsymbolik genau wussten, was Weiß und was Schwarz bedeutet. Und dass Weiß das Gute ist und Schwarz das Böse und das Unterlegene. Diese Konzeptionen von Schwarz und Weiß ließen ihrerseits Deutungen von Hautfarbe zu, die nunmehr griechische Konzeptionen um Hautfarbe und Andragon aufgeben, Weiß sein die Macht der Normalität zuwiesen. Dabei wurden bestehende Lesarten von Weiß als Symbol überlegener Schönheit verstärkt und um Konnotationen wie Moral, Reinheit und unschuldiger Jungfräulichkeit ergänzt. Negative Konnotationen, die in der griechischen Antike dem Weißsein anhafteten, wie etwa weibliche Feigheit, wurden jetzt auch auf Schwarz übertragen und charakterisierte People of Color mit dem ganzen dazugehörigen in Abwesenheit von Menschlichkeit, Monstrosität, Hässlichkeit und so weiter und so fort. Das war diese Farbsymbolik, wurde verbreitet, sehr stark auch durch die Renaissance. Wir wissen das sozusagen, das Weiß war hier die Farbe des Himmlischen in vielen dieser Gemälden. Gleichzeitig taucht es auch in der Literatur, auch in der englischsprachigen Literatur, gibt es einen totalen Hype um Fairness, was ja bis ins 16. Jahrhundert hinein hieß schön. Aber ab dem 16. Jahrhundert hieß Weiß, Weiß und schön. Also es war klar, Fairness konnte eigentlich nur Weiß bedeuten. Deswegen weißte sich auch Elisabeth I., sehr vielen werden diese Bilder sehr geläufig sein, weil sie war diejenige, die England losschickte, also John Hawkins konkret, um Afrikaner zu versklaven. Und genau in dieser Zeit war es wichtig, diesem Weißsein auch als Hautfarbenmarker Bedeutung zuzuschreiben und mit Überlegenheit. Wir finden das auch in anderen Gemälden, zum Beispiel in der christlichen Farbsymbolik gibt es die 10 Gebote, wo alle Sünden abgebildet werden. Und zwar sieht man das vielleicht noch in dem Foto rechts auch sehr deutlich. Das sind dann immer schwarze und meist auch weibliche Charaktere, die das Böse charakterisieren, während das Gute immer ins Licht gerückt. Also auch Lukas Kranz, der Ältere, arbeitet genau in der Logik dieser Bildmetaphorik. In der Bibel selbst wird nicht konkret von Hautfarben gesprochen, aber zum Beispiel Jeremia 13,23, was dann dazu führt, dass Adam und Eva oder Maria, Josef und Jesus entgegen archäologischer und religionsgeografischer Wissensbefunde in Deutschland gemeinhin als Weiße gelesen werden. Hautfarbe spielt eigentlich ganz konkret nur bei Isaaks und Rebekkas und Esau eine Rolle. Und zwar hat seine Hautfarbe war rötlich, ganz rau wie ein Fell. Seine Position als Außenseiter deckt sich damit, dass er sein Erstgeburtsrecht an seinen Bruder Jakob für ein Nymphengericht verkauft und des Gottes Wille ist, dass er ein Volk repräsentiert, das dem des jüngeren Bruders als unterlegen gesetzt wird. Also während Jakob als Stammvater der Israeliten gilt, gilt Esau als Stammvater der Edomiter. Edom bedeutet wiederum Rot. Aber auch im Fluch Noahs, den Noah seinem Sohn Ham und seinem Enkel Kanaan auferlebt, steckt genau diese Logik. Also wir erinnern uns, Noah verflucht seinen Sohn Ham und dessen Enkel Kanaan, weil Ham den nackt schlafenden Noah betrachtet hat und nicht wie seine Brüder Japheth und Sam weggeschaut hat. Und dass er gleich sozusagen Kanaan verflucht, bedeutet eben, dass das sozusagen ein Fluch ist, der bis in die alle nachfolgenden Generationen reichen soll. Und der Fluch besteht darin, dass sie dazu verurteilt werden, den Brüdern Hams, Sam und Japheth
zu dienen und all ihren Nachfahren. Auf diese Theorie bauen dann ganz im 16., 17. Jahrhundert ganz viele Philosophen, Theologen auf, um Sklaverei zu rechtfertigen. Und sie sagen, es steht in der Bibel, dass Ham und Kanaan diese Bürde zu tragen haben. Es gibt keinen konkreten Verweis auf Hautfarben, aber Ham heißt eben dunkel oder heiß. Und damit wird zumindest dieser Raum tropische, also wenn man jetzt wieder die Klimatheorien, tropische Gefilde aufgerufen. Und schon damals war es dann ganz klar, dass Hautfarbe und Religion ganz eng vermischt waren. Also weiß, das wurde dann auch zum Schauplatz Europas und des Christentums, und zwar in dieser Verschränkung, wobei Schwarz als alle bezeichnete, die nicht christlich waren und nicht in Europa lebten. Das betraf Afrika, aber eben auch Juden, Jüdinnen sowie Muslime und Muslime. Die alle galten im 16., 17. Jahrhundert als schwarz. Und da auch das hat eine Tradition, die noch viel weiter zurückreicht. Und ich habe als ein Beispiel mal Parsifal von Wolfram von Eschenbach ausgesucht und stelle in dem Buch die Frage, was erzählt uns die Hautfarbe von Parsifals Bruder? Parsifal, Wolfram von Eschenbach, berühmter Gralssucher, hatte einen Halbbruder, was wir nicht wissen, der hieß Pherephis. Und zwar wurde der gezeugt von ihm gemeinsam Vater Gachmut und Bela Kane, die als schwarze Königin eingeführt wird. Es wird gesagt am Anfang, dass die beiden süßer Minder, also eine liebliche Liebe, verbindet. Das könnte die Auffassung bestätigen, dass Hautfarben im Mittelalter noch nicht als Orte symbolischer Positionen und Differenzen gelten. Aber schon zwei Zeilen später wird genau diese Ungleichheit als Vokabel aufgerufen, wenn es hier heißt, ungleich war doch ihre Zwillung. Also auch hier geht es schon ganz zentral darum, diese Differenz von Hautfarben zu benennen. Und ähnlich lautend heißt es dann über die Bela Kane, das schwarze Lied, das schwarze Well, und sie hatte eine schwarze Hand. So, und ihr Schwarzsein steht sehr im Mittelpunkt der Beschreibung, der Erzählperspektive. Und das zeigt uns, dass natürlich das Sehen von Hautfarbe auch Wolfgang von Eschenbach bereits im 12. 13. Jahrhundert sehr geläufig war. Welche Bedeutung kommt ihr zu? Diese Antwort findet sich in zwei Szenen zumindest. Das ist die eine, da Gachmuld verlässt die schwangere Bela Kane und er sagt ihr, das hat aber nichts damit zu tun, dass du schwarz bist. Was natürlich sozusagen nur eine Paradoxie ist, weil wenn es nichts damit zu tun hätte, würde er es ja nicht an der Stelle benennen. Er sagt, es hat nur was damit zu tun, dass du keine Christin bist. Aber trotzdem fühlt er, er sagt nicht einfach, ich verlasse dich, weil du keine Christin bist. Er sagt, ich verlasse, aber durch diese Negation, denke ich, wird der Sache doch wieder eine Bedeutung einräumt. Hinzu kommt, dass eben eindeutig Zwerzi mit dem Islam verschränkt ist. Und Weißsein wiederum mit Europa. Jetzt hat man Gachmuret, den Vater, der wird schon als weiß beschrieben, Herzeleule, seine Frau, mit der er dann Parsifal zeugt, allerdings nicht direkt, aber indirekt, denn wir werden, uns wird immer wieder erzählt, dass ihre Hände weiß sind, was natürlich dieser Kontrast zu Bela Kane ist. Also diese lindenweiße Hände oder die Hände, die ein Werk, Meisterwerk Gottes sind. Mittlerweile bekommt aber Bela Kane noch ihr Kind und dieses Kind wird geboren und hier dringen Rassentheorien aus dem 18. Jahrhundert ein und zwar schwarz und weiß gescheckt, wie eine Elster wird beschrieben. Und wir sehen, dass in vielen bis heute Repräsentationen des Pherephis genau so imaginiert wird, als schwarz und weiß gescheckt. Genau die Idee in den Hausten Rassentheorien ist eigentlich schwarz und weiß miteinander keine fruchtbaren Nachkommen erzeugen können. Also diese Idee steckt schon da in dem Wolfram von Eschenbach drin. Und es wird dadurch noch unterstrichen, dass Bela Kane, wir sehen es hier auf diesem einen Bild unten, obwohl es eine modernere Darstellung ist, dass Bela Kane, als ihr Kind geboren wird, die weißen Hautstellen des Kindes, ihres Sohnes küsst. Und damit natürlich eindeutig das Weißsein aufwertet und ihr eigenes Schwarzsein abwertet. Pherephis reist dann nach Europa, trifft seinen Halbbruder Parsifal und zusammen suchen sie den Gral. Es ist Pherephis nicht möglich, den Gral zu sehen. Aber Parsifal sagt, du musst einfach ein Christ werden, dann wirst du ihn auch sehen. Und genau das geschieht. Er
lässt sich taufen, dann kann er den Gral sehen und er wird sogar die Gralshüterin heiraten. Allerdings sagt Parsifal dann am Ende des Tages doch, und jetzt gehst du dahin zurück, wo du hergehörst und wo du herkommst und wo du hingehörst. Und das ist Indien, also wie es auch im Text genannt wird, der Orient. Also obwohl er anders als seine Mutter auch diesen Schritt geht und sich taufen lässt, reicht es nicht, um eine Zugehörigkeit aus Parsifals Sicht in Europa zu erlangen. Interessanterweise ist es der Priesterkönig Johannes, der Sohn dann ist von Firephis, dem Mythos nach, der als Gründer des Christentums in Asien, im arabischen Raum, in die Geschichtsbücher eingeht. Dann komme ich zu einem anderen Punkt, der uns auch in diese Zeit trägt, nämlich was hat die spanische Reconquista mit Rassismus zu tun? Mit der spanischen Reconquista ist die Christianisierung gemeint, die in jahrhundertealten Kriegen um die Vorherrschaft auf der Iberischen Halbinsel folgte. Und zwar ist das eigentlich auch ein sehr umstrittener Begriff, weil da eben die Auffassung innewohnt, dass Spanien und Portugal die natürlichen Eigentümer der Iberischen Halbinsel seien. Also es geht ja darum, etwas zurückzuerobern, was historisch viel komplexer ist. Und interessant ist, was viele nicht wissen, ist, dass wenn man auf dem Jakobsweg pilgert, dann geht man nach Santiago de Compostela und zwar kommen jetzt wieder zwei Begriffe. Man holt sich dort dem Grab eines Mannes, des heiligen Jakob, der eben eigentlich der Schutzpatron der Spanier in diesem Krieg war und der so genannt wird, wie es hier steht. Und da steckt ja wieder nicht nur ein rassistisches Wort drin, sondern mit Martha auch derjenige, der Schwarze tötete. Das ist sozusagen die Person, die da gehuldigt wird auf dem Jakobsweg. Was vielen vielleicht gar nicht bekannt ist. Und in der spanischen Überlieferung wird auch dieser heilige Jakob immer wieder in Weiß und Licht gekleidet, also als Inkarnation des Christlichen verwächst das hier. Es ist dann so, dass im Jahre 1492, das Jahr, da hat ja sehr viele Ebenen, aber auch im Jahr 1492 wird dieser Krieg dann für die Seite der Spanier entschieden. Und im gleichen Jahr verweist Königin Isabelle alle Juden Spaniens. Die können, während sie den Moslems gestattet, durch hohe Steuern oder durch Taufen auch in Spanien bleiben zu dürfen. Und da sehen wir auch diesen engen Zusammenhang von sozusagen Anti-Judaismus, der mit Antisemitismus übergeht, und auch diesem anti-islamischen Rassismus oder orientalistischen Rassismus. Und natürlich steht 1492, und hier kommt dann noch der antischwarzen Rassismus mit rein, auch noch für etwas, was wir meist damit verbinden, nämlich Christopher Columbus. Und die Frage wäre, was entdeckte Christopher Columbus 1492? Jedem Epochenjahr, das sich mit der Entdeckung Amerikas durch Christoph Columbus verbindet, dem Wortsinn nach, und hier geht es jetzt vor allem um das Entdecken, steckt in der Entdeckung, dass eine Deck- oder Bedeckung entfernt oder abgenommen wird. Seit dem 16. Jahrhundert lässt sich die bis heute gebräuchliche Verwendung nachweisen, dass jemand etwas entdecken kann und durch Auffinden von Unbekannten die Welt erweitern kann. Unbekannt meint, was Menschen nicht bekannt ist eigentlich. Das ist unbekannt. Was aber Menschen bekannt ist, kann eigentlich nicht entdeckt werden. In diesem Sinne können Naturgesetze und chemische Elemente entdeckt werden. Während es hier einen Urheberschaftsschutz gibt, ist dies bei Pflanzen und Tieren etwas komplizierter. So wurde zum Beispiel 1901 in europäischen Medien gemeldet, dass das Okapi in den Regenwäldern des Kongo entdeckt wurde. Nun ist das Okapi aber ein pferdegroßes Tier, das Menschen, die seit Jahrtausenden in dieser Gegend leben, natürlich längst bekannt war. Entdeckung meint hier also ganz klar, dass es das erste Mal von weißen Menschen wissenschaftlich erfasst wurde oder gesehen wurde. Implizit, was dann nämlich drinsteckt, ist aber, dass damit Afrikanerinnen, die schon lange vor 1901 auf Okapi gestoßen waren, nicht nur die Fähigkeit zum wissenschaftlichen Verständnis, sondern auch das Menschseins abgesprochen wurde. Ähnlich verhält es sich mit Flüssen, Bergen und Seen und erst recht mit Inseln und ganzen Kontinenten, die bereits besiedelt und daher Menschen sehr wohl vertraut waren. Spricht man davon, dass diese entdeckt wurden,
so bleibt man der kolonialistischen Praxis verhaftet, den dort lebenden Menschen letztlich das Menschsein abzusprechen. Dies wurzelt in dem Streben, dass man eben sagt, das waren unentdeckte Gebiete, also Terra Incognita, wir kennen so diese Filme auch über den Kolonialismus, wo das so weiße Karten da sind. Und dann mal abgesehen davon, dass natürlich Columbus auch schon deswegen nicht Amerika entdeckt hat, weil die Wikinger schon lange vor ihm da waren und auch er derjenige war, der dann, sagen wir mal, innerhalb seiner Crew da zuerst das Land entdeckt hat, das war Rodrigo de Triana. Aber der Punkt ist, dass sozusagen hier ein Mythos entstand, an dem wir bis heute festhalten, und zwar wissen wir ja, dass er eigentlich im Irrtum unterlegen ist. Und zwar ein Irrtum, der, und ich rufe jetzt ein weiteres rassistisches Wort aus, dazu führte, dass Menschen in den Amerikas sozusagen ganz verschiedene Gesellschaften mit diesem Begriff bezeichnet wurden. Und zwar, obwohl es ein Irrtum ist. Interessanterweise steht im aktuellen als Erklärung da drin, eine Bezeichnung, die auf einem Missverständnis basiert. Nun ist das natürlich eine nette Formulierung, weil ich meine, die haben ja gewusst, dass sie nicht so heißen. Also das Missverständnis braucht eigentlich zwei Seiten, die sich nicht wirklich verstehen. Verstanden haben sie sich nicht, weil sie für unterschiedliche Sprachen sprachen. Aber natürlich ist es eigentlich ja sehr gemein, nicht schicklich, an Nichtwissen festzuhalten oder an Irrtümern festzuhalten, aber in dem Fall ist das sowas, was bis heute halt fortlebt. Und es ist auch so, dass dann in diese Ankunft Kolumbus, und selbst Kolumbus war damit selber auch sehr stark involviert, ganz viele Morde bis hin zum Genozid an der einheimischen Bevölkerung stattgefunden hat. Denn, was viele auch nicht wissen, Kolumbus war gar kein Kritiker dieser Gewalt, sondern eher einer der Protagonisten. Er wurde von Isabella I. mit 10% am Profit der Reisen beteiligt. Und er beteiligte sich also aktiv an der Ausraubung der einheimischen Bevölkerung. Und er beteuerte dabei, das ist schriftlich überliefert, gegenüber der Königin, dass er ihre Politik, Islam und Judentum aus Spanien zu vertreiben, in den Amerikas durch eine konsequente Politik christlicher Missionierung umsetzen werde. Beteiligte er sich an zahlreichen Massakern, die überliefert sind durch den Mönch Bartolomé de las Casas, der das alles in mehreren Bänden detailliert aufgeschrieben hat, was da sozusagen Gräueltaten von den Spaniern und auch den Portugiesen begangen wurde. Was dann sogar dazu führte, dass es einen Aufschrei in der spanischen Bevölkerung gab. Und dass auch sogar diese Menschen wurden dann am Anfang versklavt, diese Sklaverei abgeschafft wurde. Bartolomé de las Casas hat dann vorgeschlagen, ja, dann lasst uns doch Afrikanerinnen holen. Das war etwas, was er dann am Ende seines Lebens allerdings auch bereut hat, weil er dann gesehen hat, dass es eigentlich eine ganz schlimme Idee war, weil es denen ja dann auch nicht besser ergangen ist. Aber das führt mich zu diesem nächsten Punkt, dass 1492 eben tatsächlich auch die Geschichte der Sklaverei einläutet, die Versklavung von afrikanischen Menschen durch Europäerinnen. Und zwar müssen wir uns da auch in der gegenwärtigen, dass genau in dieser Zeit der Begriff Rasse auftaucht. Genau in dieser Zeit, bei Shakespeare taucht er schon 18 Mal im Werk auf, wird also dieses Konzept verwendet, wird das Sehen von Differenz von Hautfarben jetzt in diese Idee, dass es Rassen gebe, übertragen. Und das ist eben auch die Geschichte, die europäische Versklavung von Afrikanerinnen erzählt. Es gibt kaum verlässliche Überlieferungen darüber, wie viele Menschen, wie viele Afrikanerinnen in diesem Prozess gestorben sind, weil die Menschen nicht gezählt, sondern gewogen wurden. Allein als Vorstellung, weil sie als Handelsware angesehen wurde und tot war, von Anfang an einkalkuliert. Also konservative Schätzungen gehen von 18 Millionen Toten aus, andere Historiker sprechen von bis zu 30 Millionen Toten, wobei man eben wissen muss, dass es eben so diese verschiedenen Stationen gab. Zunächst wurden die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent gefangen genommen, dann lange in diesen sogenannten Slave Castles gefangen gehalten, wobei man natürlich, das ist ja fast eben an Zynismus nicht zu gebieten, denn es waren natürlich keine Castles, es waren Gefängnisse und selbst Gefängnis wäre eigentlich noch zu nett ausgedruckt, weil irgendwie auch in diesen sozusagen Gemäuern, die man hier sieht,
regelrecht gestapelt worden. Und man geht davon aus, dass bis zu 6 Millionen Menschen allein schon dort an diesen Orten gestorben sind. Und dann gibt es diese Gate of No Return, das ist also da, wo dann die Menschen auf die Schiffe gebracht wurden. Und man sieht hier auf den beiden Abbildungen, wie sie dann dort auch zusammengefercht wurden. Teilweise saßen sie oder mussten auf der Seite liegen. Sie waren nackt und angekettet und konnten eben auch nicht ihre Notdurft irgendwie verrichten. Krankheiten grassierten und Verzweiflung. Das war natürlich etwas, so behandelte man keine Menschen, sondern dafür musste man eine Rechtfertigung finden. Und die Rechtfertigung war, es sind ja eigentlich gar keine Menschen. Und deswegen wurde eben der Rassismus in der Zeit gebraucht und erfunden. Auch auf dieser sogenannten Mittelpassage sind wieder geschätzte 6 bis 8 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Teilweise haben sie Selbstmord begangen, teilweise sind sie gestorben. Also, oder sie haben rebelliert, obwohl das natürlich, wenn man nackt Waffen ausgesetzt ist, in der Regel zum Scheitern führte. Und dann sind schätzungsweise nur 12 Millionen dann die Amerikas oder teilweise eben auch Europa erreicht. Und ganz wichtig für mich ist, dass man hier an der Stelle tatsächlich nicht vom Sklavenhandel spricht, weil das setzt eigentlich diese Logik vor, dass man mit Menschen handeln kann. Und das ist nicht der Fall. Und es war eben auch kein fairer Handel. Es wurde ja nicht, Handel heißt, zwei gleichberechtigte Parteien stehen sich gegenüber und schließen einen Deal ab. Das war hier nicht der Fall. Oft wird angeführt, dass es auch auf Seiten der Afrikaner Menschen gab, die tatsächlich auch Afrikanerinnen mit eingefangen haben auf dem Kontinent. Das ist richtig, aber das bedeutet noch lange nicht, dass das ein profitables Geschäft war, wo der Profit in beide Richtungen floss. Es gibt immer in allen möglichen Terrorsystemen gibt es Kollaborateure, das heißt aber nicht, dass diese Kollaborateure die Schuld tragen. Und hier ist es eher so auch, dass sozusagen aus jemandem, der Sklaven einfing, jederzeit auch ein Sklave werden konnte. Das wäre für Weiße ja nie der Fall gewesen. Deswegen gibt es viele alternative Benennungen, darunter eben auch der Black Holocaust oder Marfa. Und Nadja Furt-Herzar, mit der ich zusammen ein Buch herausgegeben habe, Kerben des Kolonialismus, im Wissensarchiv Deutsche Sprache, hat auch in diesem Buch einen sehr wichtigen Beitrag über Marfa, über den Begriff Marfa geschrieben. Und sie schreibt, Marfa steht neben der Erfahrung des Traumas der Versklavung daher auch für die schöpferisch widerständige Überlebensfähigkeit afrikanischer und afrikanisch-diasporischer Kulturen. Denn Marfa macht noch eine zweite Ebene mit auf. Es betreibt nicht nur den Prozess des Kolonialismus und der Versklavung selbst, sondern alles, was so auch letztlich als historisches Erbe daraus erwächst, aber auch als historischer Widerstand von Schwarzen dagegen. Marfa kommt aus dem Swahili und bedeutet dort große Tragödie. Jetzt springe ich so ein bisschen aus diesem 16., 17. Jahrhundert in die Aufklärung, weil die Aufklärung war natürlich ganz zentral dafür, Rassismus tatsächlich theoretisch zu etablieren. Also sie haben weder Rassen noch Rassismus erfunden, aber sie haben sich bemüht, es wissenschaftlich abzusichern. Und dabei ist es ganz wichtig, dass eben auch selbst die Aufklärung, also man sieht es in Lumière, Enlightenment, dieser Gedanke steht, dass da die Herrlichkeit ist, die in die Welt getragen wurde. Und tatsächlich wurde hier auch darum gerungen, Sklaverei zu legitimieren. Verschiedene Personen wie David Hume oder Kant stehen dafür. Und ich will einfach mal am Beispiel von Kant aufzeigen, welchen Beitrag die Aufklärung dazu leistet. Immanuel Kants erste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Rasse findet sich in seinem 1764 erschienenen Aufsatz Beobachtung über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. Hier operiert er noch mit dem Begriff Menschengeschlechter. In seinem 1775 veröffentlichten Aufsatz von den verschiedenen Rassen der Menschen verwendet er den Begriff Rasse, und zwar erstmalig in Deutschland, aber hier, weil er eben sehr stark noch mit englischen Kollegen operiert, nimmt er noch den Begriff Race und übersetzt ihn als Rasse, dass da noch mit C geschrieben wird und dann später mit Doppel-S. Sich bewusst von Empirie absetzend, geht er von einem moralischen Wollen aus, das Realität verändern könne. Grundlagen seiner Überlegungen bilden Berichte von Missionaren und Reisenden
sowie Abhandlungen von Philosophen und Medizinern wie Linné, Buhlmann oder Montesquieu. Die Germanistin Peggy Piche analysiert, versucht Kant, eine Rassenhierarchie zu konstruieren, die auf Rationalität, Moral, Mündigkeit, Erziehbarkeit und Faulheit oder abwesende Faulheit als Differenzierungsmerkmalen aufbauen und seine wesentlichen Anker im Konzept der Vernunft findet, das den weißen Mann zum Zentrum und zur Norm des Fortschritts erhebt. Oft wird die These vertreten, dass Kants Rassbegriff ja eigentlich fortschrittlich angelegt sei. Das hat was damit zu tun, dass zu der Zeit andere, wie etwa Voltaire, gesagt haben, die Weißen stammen von ganz anderen Menschen ab als die Afrikaner. Das lehnt Kant ab. Er sagt, nein, wir kommen alle aus der, haben alle die gleiche Herkunft. Allerdings sagt er, es gibt aber biologische Unterschiede und hier geht er eben auf, auch zentral auf die Hautfarbe ein, aber auf Ausdünstung und Bluteigentümlichkeiten, die eben ganz klar den Schluss zulassen, dass es eine Rasse gibt, die überlegen ist, ist die weiße Rasse und der setzt eben drei weitere Rassen davon ab als unterlegen. Und das bündelt dann, ich zitiere mal einen Satz, der sehr gewaltvoll ist von Kant, aber der im Prinzip auch in seine Argumentation hinausläuft. Und auch hier operiert er im rassistischen Begriff, alle Rassen werden ausgerottet. Er meint hier Amerikaner und Schwarze, die er eben anders nennt. Die können sich nicht selbst regieren, dienen also nur zum Sklaven, nur nicht die Weißen, die werden eben überleben. Das ist auch eine Kontinuität dann zu Darwin und dem Sozialdarwinismus, der daraus erwächst. Und Hegel selbst wird sich auch an Kant anschließen und sagen, wir sind alle schon bereits 50 Jahre nach der erfolgreichen Revolution in Haiti, wo sich Menschen gegen die Sklaverei erheben. Was Kant damit kommentiert, dass er sagt, dass sie sich hier widersetzen, zeigt, bestätigt ja nur, dass Schwarze ihr Leben selber nicht wertschätzen. Also auch das ist ein totaler Zynismus, diesen Widerstand gegen Sklaverei so abzuwerten. Hegel schließt da später an und sagt, ja, an sich ist Sklaverei schlecht, aber um Sklaverei zu widerstehen, muss man eigentlich wissen, was Freiheit ist. Das wissen allerdings Schwarze in Afrika nicht. Und weil die das nicht wissen, müssen wir ihnen erst durch die Sklaverei ein Gefühl für Freiheit vermitteln. Das ist also Hegel, der dann... Also wir lachen heute darüber, das waren natürlich trotzdem für die Zeit, waren das eben diese Krücken, was ich meine. Deswegen, es wurde historisch gebraucht, weil ja sozusagen auch nach dem Ende der Sklaverei Rassismus nicht verschwand, sondern ganz im Gegenteil, er wurde ja weiterhin gebraucht, weil Kolonialismus ja jetzt in eine neue Phase trat, und zwar der Imperialismus. Und in diesem Kontext wurde dann tatsächlich Hautfarbe immer wackeliger, weil immer mehr weiße Menschen auch in den tropischen Gebieten lebten. Also die Klimatheorien funktionierten nicht mehr. Man ging also immer tiefer in den Körper hinein. Zunächst maß man Schädel. Wie an diesem Beispiel zu sehen, ist Petrus Camper, die Reihung der Köpfe von Rassen mit Apollon von Belvedere. Es ist tatsächlich so, dass er seine ganze Theorie auf die Vermessung von 5 Schädeln aufgebaut hat, was aus heutigen wissenschaftlichen Verständnissen natürlich überhaupt nicht wissenschaftlich ist. Aber vielleicht fällt Ihnen ja auch noch ein Fehler auf, der eigentlich so offensichtlich ist, dass man sich fragt, wie solche Theorien überhaupt punkten konnten. Wenn man nämlich bei hinten ganz rechts, bei Apollon, wird einfach mal die Haartracht noch mit in den Schädel rein subsumiert. Und so wurde dann die Hierarchie aufgebaut, dass Weiße überlegen sind. Und wie gesagt, auch da gab es dann oft Kritiken, und funktioniert das überhaupt? Und dann gab es eben diese Bewegung, dann nochmal tiefer in den Körper zu gehen und zu vermuten, dass es an den Genen liegt und am Blut, wo dann tatsächlich auch Juden angefangen wurden, als Rasse zu bezeichnen, was auf Gobineau hinausgeht, der nirgendwo in der Welt so viel Anklang gefunden hat mit seinen Schriften wie in Deutschland, weil er eben die Deutschen als Aria, als überlegene Rasse dargestellt hat. Nun ist es so, dass mir es wichtig ist, betonen, dass Rassen nicht existieren, aber eben doch, wie Colette Guillaume sagt, Menschen töten. Und dabei geht es gar nicht nur um das Töten im Sinne des Rechtsextremismus, sondern Rassismus ist eben so unglaublich präsent und virulent, verbal und strukturell. Und deswegen muss man so eine Denkbewegung hinkriegen, dass man sagt, Rassen gibt es nicht. Es gibt keine Möglichkeit, das irgendwie biologisch sinnvoll zu fundieren, dass es Rassen gäbe. Aber gleichzeitig darüber sprechen, dass Rassismus
existiert und damit jeden und jede von uns tatsächlich auch irgendwo positioniert in dieser Machtachse, die Rassismus schafft. Also Rassismus als soziale Position zu verstehen, die eben Macht nimmt oder Macht gibt, Privilegien zuerkennt oder abspricht. Und da ist natürlich wenig damit getan, wenn man sich einfach die Haut anders anmalt, wie das interessanterweise gab es dieses Experiment in den USA in den 60er Jahren. Günter Wallraff hat es jetzt gemacht. Und zwar mit der Begründung, er wolle mal verstehen, was Rassismus ist. Und deswegen will er eine fremde Haut schlüpfen. Nun ließe sich dazu vieles sagen, aber zunächst ist es am wichtigsten festzustellen, dass natürlich auch Weiße mit dem Rassismus sehr, sehr viel zu tun haben, weil sie haben ihn ja erfunden und die üben ihn aus. Und er könnte natürlich auch Bücher lesen von Menschen wie Nuruddin Farah zum Beispiel, denn er verkleidet sich ja als Somalier. Nuruddin Farah ist ein anerkannter somalischer Schriftsteller, der genau über diese Erfahrung auch in Deutschland geschrieben hat. Aber Nuruddin Farahs Buch wird eben nicht gelesen, dafür macht es Günter Wallraff dann auf die Bestsellerliste geschafft. Also nochmal zu diesem Weißsein, es ist eben wirklich eine politische Verständnis und es ist eine soziale Position. Weiße denken oft, dass sie nichts mit Rassismus zu tun haben, keine Rasse haben, neutral sind und dabei ist es aber eben so, dass Weiße sehr viel mit Rassismus zu tun haben und eine Rasse, und ich schreibe es kursiv, ne? Also ob Sie dies mitbekommen haben in diesem Folie davor, es gibt also Rassen im biologistischen Sinne, schreibe ich in Anführungszeichen, und aber um diese soziale Position und die Machtposition zu schreiben, schreibe ich es kursiv beim Sprechen. Das ist unglaublich kompliziert, weil man das immer mit anfügen muss, aber da bin ich auch noch am man kann es eben auch anderen nennen, so rassifizierte Positionen, oder da wird eben gerade im deutschen Kontext noch sehr viel darüber gesprochen, wie man diese Denkbewegung eigentlich deutlich macht. Aber wichtig ist, dass Weiße eben nicht neutral sind. Oft höre ich auch in meinen Seminaren, wenn es dann zur Diskussion kommt, dass dann der weiße Studierende sagt, na gut, dann lasst mich doch jetzt das moderieren, ich bin ja neutral. Was natürlich nicht der Fall ist, ne? Sie hat ja eine Position. Aber es ist so diese unsichtbar herrschende Normalität, Ursula Wachendorfer, das nennt. Man merkt gar nicht, dass man eben sozusagen diese Normposition hat, und das ist bereits ein Privileg. Also es geht nicht darum zu sagen, meine Rasse ist weiß, sondern mich als Weißsein, als soziale Position zu verstehen. Und zwar gehört dazu eben, dass es Weißsein Erfinder Roter des Rassismus ist, dass es auch eine Währungseinheit ist, wie Ruth Frankenberg sagt, die Privilegien, Macht und Herrschaft garantiert. Und zwar individuell, kollektiv, strukturell und diskursiv und das Denken und Handeln beeinflusst in Wissen und in Sprache. Und dabei geht es gar nicht darum, auf Einzelne mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, du bist böse, sondern wirklich Rassismus als etwas zu verstehen, was strukturell und im Wissen gewachsen ist, so ähnlich wie Geschlechterverhältnisse. Man kann noch so feministisch drauf sein und bestimmte Sachen ganz konsequent ablehnen, man wird immer wieder in bestimmten Situationen merken, da stecke ich jetzt genau in diesen alten Denkmustern. Und so ist das auch mit dem Rassismus, dass eben das nicht so leicht ist, zu sagen, ich bin antirassistisch, Punkt. Sondern wenn ich antirassistisch sein will, mich gegen Rassismus widersetzen will, dann muss ich erstmal verstehen, wie er funktioniert. Und das ist eben eine historisch gewachsene Wissens- und Sprachgeschichte ist, mit der ich mich da selber, die ganz viel mit mir selber macht. Ich habe jetzt, ich habe noch zwei Fragen, die sich jetzt nochmal konkret um Sprache dienen zu drehen, damit will ich dann auch enden. Hier werde ich jetzt einige rassistische Begriffe nicht lesen, aber sie werden aufblinken. Und zwar fange ich an mit der Frage, wie eben rassistisches Sprechen gerechtfertigt wird. Was mir oft begegnet ist, dafür habe ich mal versucht, eine Antwort zu finden. Und zwar, die Bedeutung von Sprache lässt sich schwerlich überschätzen. Im Kontext von Rassismus dient sie seit jeher zur abwertenden Fixierung und Markierung von als anders konstruierten Menschen, sowohl nach außen als auch nach innen. Es ist bemerkenswert, dass dabei nur selten auf den vorhandenen Wortschatz zurückgegriffen wurde. Also stattdessen formierte sich in den europäischen Sprachen ein neuartiges Vokabular. Das heißt, so wie Kolumbus eben diesen Begriff geprägt hat, der bis heute fortlebt, so funktioniert es auch in Afrika. Nie wurde darauf gehört, wie die Menschen sich eigentlich selber bezeichneten, sondern es wurden eigentlich zwei Strategien angewendet. Entweder ganz neue Begriffe wurden geprägt und erfunden, oder aber es wurde so
wurden Begriffe, die es schon aus der Geschichte gab, verwendet und dort dann auch auf diese Gesellschaften zu übertragen, die etwas stammen, um einfach zu bezeichnen, dass das eben unterlegene Gesellschaften sind. Und dieses Sprechen zeigt, also man kann solche Wörter ganz gut erkennen, und zwar habe ich noch ein paar Fragen, die dabei helfen, das auch sich bewusst zu machen, warum oder wann ist ein Wort rassistisch. Zum einen ist es aufschlussreich, sich die Entstehungsgeschichte eines Wortes anzuschauen. Also sich zu fragen, wann ist der Begriff entstanden, wann wurde wer, warum damit bezeichnet, wer hat ihn benutzt und mit welchen Verwertungen versehen. Also zum Beispiel das Wort, das jetzt kommt, lässt sich beispielsweise etymologisch aus dem Spanischen herleiten, wo es eigentlich auch übersetzt Maulesel, Maultier bedeutet. Und zwar geht es hier um eine Kreuzung zwischen Pferd und Esel, und dahinter steckt die Idee, dass die keine fruchtbaren Nachkommen miteinander zeugen können. Also man steckt in genau dieser Tradition, wenn man diesen Begriff verwendet. Hinzu kommt natürlich noch, dass ein aus der Tierwelt stammender Begriff hier auf Menschen übertragen wurde. Zweitens ist es auch wichtig, sich den aktuellen Gebrauchsgehalt eines Begriffs bewusst zu machen. Welche der ursprünglichen Bedeutungsteile sind erhalten, werden heute immer noch reproduziert, zum Beispiel bei diesem Wort. Hier wird auf die Hautfarbe eines Menschen angespielt und suggeriert, dann fast so getan, als hätten die nicht so genannt werden, keine Farbe der Haut. Was natürlich wieder im Unterschied steht zu dem Wort Hautfarben, wobei eben zum Beispiel ganz klar die Weißsein als Norm genommen wird. Also wenn man zum Beispiel im Sanitätshaus Stützstrümpfe kaufen will, dann gibt es die hautfarbenen, umsonst werden sie mal schwarze werden als Luxusartikel, als wären sie nicht auch mögliche Kodierungen von Wort. Also diese Norm selbst steckt in Hautfarben drin, andersrum, aber in diesem Wort bezieht sich das, reproduziert, dass Weiß eigentlich die Norm sei, während das andere davon abweicht. Dann gibt es noch die Möglichkeit, eben zu gucken, in welchen Zusammensetzungen oder Sprichwörtern taucht das auf. Das ist eben bei diesem Begriff ganz fatal. Da gibt es wahnsinnig viele Sprichwörter oder Zusammensetzungen, in denen ich bin doch nicht dein. Genau diese alte Geschichte von Sklaverei weiter tradiert wird. Und das wird auch nicht besser, wenn es in irgendwelchen Lebensmitteln auftaucht, weil man hier so tut, als könnte man so ein gewaltvolles Wort verniedlichen, verharmlosen. Es ist ganz wichtig anzuerkennen, dass trotzdem diese Gewaltwirkung da ist, auch in anderen, wenn man sie in andere Kontexte vertritt. Und dann ist es immer auch lohnend, sich Assoziationen aufzurufen. Also so ein Wort zu sagen, die Augen zu schließen und sich vorzustellen, was sehe ich da eigentlich, wie bei diesem Beispiel. Dann, wenn ich jetzt die Augen schließe, dann sehe ich bestimmte Sachen, die mich mitten in diese ganze kolonialistische Fiktion stellen. Und dann kann eben auch gefragt werden, ob das Wort auch ob ich mich selber so bezeichnen würde. Also ob ich zum Beispiel die Deutschen so bezeichnen würde. Wenn ich das nicht tun möchte, dann bin ich schon wieder in so einem Denken drin, dass, aha, für die anderen ist das okay, aber für mich nicht. Das bedeutet, das kann mir schon signalisieren, dass da auch schon wieder so eine rassistische Wortgeschichte drinsteckt. Eben auch, wenn man zum Beispiel Deutsche, also nicht als Kartoffelrepublik bezeichnet, dann kommt auch so eine Asymmetrie zum Erscheinen. Also deswegen ist es immer ganz wichtig, sich Mitsprache, denn Sprache ist eben auch aktives Handeln. Das heißt nicht nur, es ist ja nicht so wichtig, das ist mir jetzt aber zu PC, oder ich kenne auch andere, die sagen das so, oder ich kenne sogar einen Afrikaner, der hat nichts dagegen, ist ganz egal. Weil genau diese strukturelle Wortgeschichte und mit seiner ganzen Gewalt in diesen Wörtern steckt, ist ganz wichtig, damit auch entsprechend aufmerksam und adäquat umzugehen, wenn man sich mit Rassismus kritisch auseinandersetzen will. Vielen Dank.